Hi, schön, dass du da bist. Willkommen in deinem Yoga-Flow. Wir stellen zusammen einen Ganzkörper-Yoga-Flow-Workout zusammen. Wir werden einmal den ganzen Körper durchbewegen, einmal dehnen. Manche Körperübungen werden wir etwas länger halten, um ins Spüren kommen zu können, um uns etwas Zeit zu nehmen. Und manche Asanas auf der anderen Seite nur einmal kurz durchfließen. Versuch, die Körperspannung ganz bewusst wahrzunehmen. Versuch, einen festen Stand aufzubauen in jeder Position, egal ob du mit den Füßen am Boden bist, mit den Händen im Vierfüßer oder mit deinen Sitzbeinhöckern aufsitzt. Versuche dich fest immer auf deiner Matte heute zu erden. Wir beginnen im Liegen und wir werden auch mit einer Atemübung starten, sodass du den Alltag dann ganz hinter dir lassen kannst. Also, lass uns loslegen. Komme dann zum Liegen und lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen liegen aneinander, deine Arme liegen an der Seite. Werde dir einen Moment einfach nur deiner Wirbelsäule bewusst, wie du am Boden liegst. Und komm langsam zu deiner Atmung. Wenn du magst, lege deine Hände auf deinen Bauch und spüre, wie die Atmung dorthin fließt. Spüre, wie du die Atmung in den Unterbauch lenkst und deine Bauchdecke sich langsam gegen deine Handfläche sozusagen hebt. Einfach nur einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Komm ganz in der Stunde an. Dann atme einmal kräftig ein, 4 Sekunden in den Bauch und stoßartig 2, 3 oder auch 4-mal aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Versuche zu spüren, wie deine Bauchdecke sich hebt und dann wieder senkt. Kräftig ein und aus. Ein. Und dann atme normal weiter. Spüre einen Moment nach. Solltest du merken, wie es dir in solchen Atemübungen manchmal schwindelig wird, dann atme einfach sofort normal weiter, lass die Atmung wieder zur Ruhe kommen. Und dann stelle deine Sohlen auf und zieh dich langsam nach oben auf zum Sitzen. Komme in einen Fersensitz. Dann strecke deinen rechten Arm nach vorne. Deinen linken Arm wickelst du von unten drumherum. So machen wir Adlerarme. Wenn du mit den Handflächen aneinander kommst, wunderbar, du musst aber nicht. Atme ein, strecke dich nach oben, neige dich etwas nach hinten und beuge dich mit dem Ausatmen nach vorne, werde rund nach unten. Einatmen nach oben und zurückneigen. Ausatmen, nach vorne beugen, den Nabel einziehen, der Rücken wird rund. Einatmen nach oben auf. Ausatmen, vorbeugen, die Ellenbogen ziehen nach unten, der Rücken wird rund. Einatmen nach oben auf. Ausatmen, rund werden und vorbeugen. Einatmen nach oben auf, wir neigen uns zurück. Ausatmen, der Nabel nach innen und rund werden, zum Schluss den Kopf einrollen. Einatmen nach oben auf und ausatmen, bleibe in einer neutralen Position. Einmal auflockern und dann die Seite wechseln. Bring den linken Arm nach vorne und wickel den rechten Arm von unten drumherum. Wenn du kannst, bring die Handflächen aneinander. Einatmen, neige dich wieder etwas zurück, die Ellenbogen zielen zum Himmel. Ausatmen, neige dich nach vorne, die Ellenbogen ziehen zum Oberschenkel. Einatmen, nach oben und zurückneigen. Ausatmen, nach vorne neigen, der Nabel zieht nach innen. Einatmen, aufrollen, langsam nach oben schauen.
und ausatmen, nach unten einrollen, die Ellenbogen ziehen zu den Oberschenkeln. Einatmen, nach oben auf und ausatmen, rund werden, Nabel einziehen. Und einatmen, nach oben auf, ausatmen, wieder in eine neutrale Position. Löse die Arme und komm in einen Vierfüßerstand. Bringe die Hände unter deine Schultern, die Knie unter deine Hüfte. Platziere dich einmal fest. Spür, wie die Handflächen fest am Boden sind. Atme ein, Blick nach vorne. Atme aus, mach einen runden Katzenbuckel, zieh den Nabel ein nach innen. Einatmen, wieder Blick nach vorne. Die Brust zieht nach vorne und zum Boden hindurch. Ausatmen, Nabel einziehen zur Wirbelsäule, runder Rücken. Einatmen, Blick nach vorne, Nabel zieht zum Boden. Ausatmen, wieder rund werden. Beginne in der Lendenwirbelsäule immer aufzurollen und auch wieder einzurollen. Spüre Wirbel für Wirbel, wie du dich bewegst. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, runder Katzenbuckel, Nabel zieht nach innen. Drück die Hände fest in den Boden. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, Blick nach vorne. Und dann bleibe in einer neutralen Position. Komme mit dem linken Knie zum Boden unter deiner Hüfte. Dein rechter Fuß stellst du außen auf und drehe den rechten Arm dann nach oben auf einen Seitstütz. Halte einen Moment oben. Komme mit einem Ausatmen wieder zurück und wechsel die Seite. Das rechte Knie unter der Hüfte, die rechte Hand am Boden und den linken Arm nach oben aufdrehen. Halte einen Moment und komme mit dem Ausatmen auch hier wieder zurück in den Vierfüßerstand. Komme in eine schiefe Ebene, Liegestützposition und von dort aus in den nach unten schauenden Hund. Schiebe einmal den Po lang nach oben. Mit dem Ausatmen mache die Brust weit in Richtung Boden. Gehe einen Moment auf der Stelle, ziehe zuerst die eine Ferse zum Boden, dann die andere Ferse. Und gehen und gehen. Die Rückseiten werden warm und lang. Streck dich nochmal lang in der Wirbelsäule. Und dann komme langsam nach vorne und in einer Vorbeuge an. Schritt für Schritt. Verneige dich. Die Knie dürfen auch leicht gebeugt sein. Atme ein, hebe dein Herz halb hoch, parallel zum Boden. Ausatmen, wieder absinken. Atme ein, komme nach oben auf, zum Stand, die Arme über den Kopf und ausatmen, Hände vors Herz. Atme nochmal durch und komm ganz in den Moment. Und nochmal lockern, atme nochmal ein und nochmal aus. Mit dem Einatmen bringe die Arme dann über den Kopf und ausatmen, komm in eine Vorbeuge. Atme ein, hebe dein Herz zum Himmel, ausatmen, komm in eine Liegestützposition und direkt in Chaturanga, lege den Bauch ab zum Boden, einatmen, Cobra und ausatmen, wieder nach unten schauender Hund. Achte darauf, die Hände sind schulterbreit, die Füße hüftbreit. Bleibe noch einmal stehen und dann komme wieder mit den Füßen Schritt für Schritt nach vorne und wieder in einer Vorbeuge an. Diesmal direkt halb, atme ein, halb hoch, ausatmen und verneige dich. Atme ein, bringe die Arme über den Kopf und zum Stehen und ausatmen, Hände vors Herz. Spür nochmal nach, atme nochmal durch. Atme aus und bringe dann die Arme über den Kopf, das Gesäß nach hinten und unten für den Stuhl. Komme mit dem nächsten Ausatmen in die Vorbeuge. Atme ein, hebe dein Herz halb hoch. Ausatmen, schiefe Ebene, direkt den Chaturanga absenken. Einatmen in eine Cobra und ausatmen in den nach unten schauenden Hund. Einen Moment hinstellen, den Rücken lang und gerade machen. Mit dem nächsten Einatmen hebe dein rechtes Bein nach hinten und oben. Ausatmen, stellst vorne auf. Den hinteren Fuß stellst du schräg. Richte dich nach vorne und oben auf. Bringe die Arme über den Kopf. Krieger 1. Ausatmen, bringe die Fingerspitzen wieder zurück zum Boden. Schiefe Ebene und direkt Chaturanga.
Einatmen, Kobra, oder nach oben schauender Hund. Und ausatmen, nach unten schauender Hund. Atme nochmal ein. Und nochmal aus. Wenn der nächste Einatmen kommt, hebe dein linkes Bein nach hinten und oben und stell den Fuß dann vorne auf. Richte dich nach vorne und oben auf. Die Arme über den Kopf, Krieger 1. Ausatmen, wieder zurück zum Boden, schiefe Ebene. Absinken, Chaturanga. Einatmen, Kobra, oder nach oben schauender Hund. Und ausatmen, nach unten schauender Hund. Atme einen Moment durch. Weite nochmal die Brust zum Boden. Mit jedem Ausatmen etwas mehr. Du kannst auch immer wieder mit der Position deiner Füße experimentieren. Ich mache das sehr, sehr gerne. Einfach ausprobieren. Und dann komm wieder nach vorne in eine Vorbeuge. Direkt halb heben. Wieder absenken in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen in den Stuhl, die Arme über den Kopf. Und ausatmen, Hände vors Herz. Atme nochmal durch. Nochmal einatmen und ausatmen. Mache dann mit deinem linken Fuß, mit deinem linken Bein einen großen Schritt zurück. Stelle den linken Fuß schräg hinten auf, die Hüfte zur Seite gedreht. Hebe die Arme mit dem Einatmen nach vorne und hinten. Schiebe die Hüfte nach links rüber und neige dich aus der Seite nach rechts und unten. Neige dich so weit, wie du magst, so wie die Spannung oder auch die Dehnung an der Körperseite, die jetzt nach oben schaut, wäre noch okay ist und du noch durchatmen kannst. Zieh hinten die Schulterblätter etwas zusammen, den Blick nach oben zum Himmel. Mit dem Einatmen zieh dich wieder nach oben auf. Wir wechseln die Seite, den linken Fuß aufdrehen nach außen. Die rechte etwas nach innen. Und schiebe die Hüfte nach rechts und so beugen wir nach links hinunter. Neigen den Oberkörper zur Seite, die Brust schaut nach vorne, fast schon wieder nach oben. Und der Blick ebenso nach oben auf. Halte die Position einen Moment, auch hier. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Beim Einatmen kommen wir dann wieder zurück nach oben auf. Komm in einen noch breiteren Stand, die Füße etwas weiter auseinander. Mit dem Ausatmen kommst du mit geradem Rücken, die Hände in der Hüfte nach unten in eine Vorbeuge. Geh so weit du kannst und magst, nach vorne und unten. Du musst mit den Händen nicht am Boden aufliegen, du kannst. Und du kannst mit den Füßen noch etwas weiter auseinander gehen, wenn es die Dehnung zulässt, um nochmal weiter abzulassen. Wenn du magst, bring die Hände in Linie zu deinen Füßen und den Kopf dann auf deine Matte. Das Gewicht bleibt allerdings auf deinen Füßen. Nur mal ausprobieren und antesten, die Schultern leicht aktivieren und Atmung fließen lassen. Um aufzulösen, komm mit den Händen wieder ein bisschen nach vorne. Bring die Füße wieder zusammen, richte dich mit geradem Rücken auf und komme dann Ferse, Zehenspitze wieder zur Mitte, hüpfen und fertig. Komm ans Ende deiner Matte. Atme nochmal durch. Spür einen Moment nach. Und dann erde dich fest über deine Sohlen auf deiner Matte. Wir gehen ins Gleichgewicht. Erde dich, zieh die Zehenspitze einen Moment hoch und senke sie dann wieder ab zur Matte. Atme ein, bring die Arme über deinen Kopf und heb langsam dein linkes Bein nach hinten. Und während dein Bein nach hinten und oben weggeht, neigst du den Oberkörper nach vorne. Ziehe mit der Ferse weg vom Körper. Versuche mit den Ohren zwischen den Armen zu bleiben. Halten. Bleibe unter Spannung, lass die Atmung fließen. Bleib ruhig, du kannst das. Du hältst das, du bist total stabil im Gleichgewicht. Und dann kommst du langsam wieder nach oben auf. Durchatmen.
zufrieden sein. Gleichgewicht ist oft, ja, jeden Tag einfach anders. Mach dir keinen Druck damit. Beim nächsten Einatmen hebe deine Arme wieder über deinen Kopf, streck dich lang und weit nach oben. Wir wechseln das Bein, heben das rechte nach hinten und oben. Langsam zieht die Ferse weg vom Körper. Der Oberkörper kommt dann ganz langsam parallel zum Boden. Zieh mit der Ferse weg vom Körper, sodass das Bein so lang wie möglich werden kann und der Rücken ist lang und gerade. Immer wieder ausbalancieren, Krieger 3. Und dann komme langsam wieder nach oben auf und zum Stehen. Zufrieden sein, nachspüren. Bring deine Hände vor dein Herz. Atme noch mal ein, bring die Arme wieder in den Kopf. Ausatmen, komm in eine Vorbeuge, verneige dich. Einatmen, hebe dein Herz. Ausatmen, tritt zurück in eine Liegestützposition direkt an Chaturanga. Einatmen, komm in eine Kobra, roll die Schulterblätter nach hinten und um. Und ausatmen in den nach unten schauenden Hund. Spürst du, ob deine Atmung sich verändert hat oder ist alles gleich geblieben? Dein Körpergefühl verändert hat oder auch hier ist alles gleich geblieben? Einen Moment achtsam wahrnehmen. Und dann kommen wir wieder nach vorne in eine Vorbeuge. Halb hoch, atme ein, ausatmen, verneige dich und komme zum Sitzen. Lass dich einfach nach hinten, sodass die Füße, die Beine vorne Platz haben. Die Zehenspitzen sind aktiv und schauen zum Himmel. Die Sitzbeinhöcker fest auf der Matte. Und du sitzt aufrecht, der Rücken ist lang und gerade. Atme ein, bring die Arme über deinen Kopf. Ausatmen, kippe aus dem Becken nach vorne. Und wenn du merkst, du wirst ganz rund, dann lass die Arme einfach sinken. Du musst nicht zu den Zehenspitzen kommen. Wichtig ist hier, dass du die Dehnung spürst, hinten am Oberschenkel, über dem Po und in den unteren Rücken. Und dass du nicht versuchst, nur aus den Schultern dich nach vorne zu ziehen. Die Schultern bleiben recht entspannt, dann kannst du auch zu den Zehen greifen. Wenn die Schultern recht entspannt bleiben. Stück für Stück entwickelst du dich weiter. Atme nochmal ein, komm nochmal nach oben auf und ausatmen. Beuge dich nochmal nach vorne. Versuche wieder mit dem Fokus darin zu bleiben, dass die Muskulatur, die über deinen Po verläuft, stell dir das so vor, dass die wieder lang wird, gestreckt wird. Und Atmung nochmal fließen lassen. Atme ein, bring die Arme über deinen Kopf. Und ausatmen, lasse die Arme wieder sinken. Komme dann einmal in einen Vierfüßerstand und komme mit deinem linken Bein hinter dein rechtes, so ein bisschen wie ein Knoten. Und wenn du da bist, lasse die Füße nach außen so weg, dass du siehst, der Po kann zwischen deinen Füßen hinten rein. Leichter wird es, wenn du dir hinten ein Kissen unterlegst, einfach eine Erhöhung. Versuch die Knie übereinander zu lassen, wenn du da vorne schaust und dich zwischen die Füße zu setzen. Versuch den Rücken lang und gerade sein zu lassen, aufgerichtet sein zu lassen und die Brust nach vorne und oben streben zu lassen. Halte einen Moment, werde dir deiner Position bewusst und was du darin fühlst. Vielleicht ist es angenehm, vielleicht löst es aber auch so manches aus, wo du sagst, das ist komisch oder unangenehm. Wir nehmen einfach nur wahr und dann komm langsam wieder zurück nach vorne. Wechsel die Seite und versuch das rechte Bein hinter das linke zu kreuzen. Setze dich dann langsam wieder nach hinten ab, so wie es eben geht. Die Füße zeigen nach links und nach rechts. Nachhelfen kannst du immer noch ein bisschen. Und auch hier, jeder ist anders beweglich. Versuch mit den Händen an den Füßen zu halten, an den Sohlen. Und bleibe einmal sitzen. Versuche auch hier, dich aufzurichten und nicht komplett rund zu werden in der Position. Nochmal einatmen. Und nochmal ausatmen. Komm dann langsam nach vorne,
löst den Knoten auf. Und dann lass dich langsam und Wirbel für Wirbel nach hinten und unten zurückrollen. Stell die Sohlen einmal auf und spür einen Moment nach. Bringe dann beide Knie zu deiner Brust. Kreise einen Moment, wenn du magst, oder zieh sie einfach noch ein bisschen näher an die Brust. Das, was du gerade brauchst. Wenn du hinkommst, greife dann zu deinen Fußsohlen an den Außenseiten für Happy Baby. Greife dahin, sodass die Sohlen zum Himmel schauen, die Knie neben deiner Brust landen oder wir das zumindest anzielen. Einen Moment halten. Wenn du magst, kannst du dich hier auch wiegen, von links nach rechts oder von vorne nach hinten kreisen, so wie du magst. Atmung fließen lassen und wohlfühlen in Happy Baby. Und dann lass die Sohlen langsam wieder nach unten kommen. Fast nach unten. Die Knie bleiben über der Hüfte. Die Arme legst du zu den Seiten ab. Und dann drehst du die Knie nach rechts. Den Blick lässt du nach links rüberschweifen. Und achte darauf, dass die Schulterblätter am Boden bleiben. Wir machen eine lange Körpermitte, die jetzt von den Knien bis zur Hand auf der linken Seite gedehnt wird, gestreckt wird, und dorthin schickst du auch deine Atmung. Einfach einatmen und ausatmen, einen Moment bei dir ankommen und nachspüren. Merken, wie du entspannen darfst und immer ruhiger werden darfst, loslassen darfst. Komme dann wieder zurück zur Mitte. Also die Knie nach links und außen, der Blick folgt nach rechts. Und bleibe auch hier mit beiden Schulterblättern fest auf der Matte. Spür wieder in die Länge von den Knien bis zur Hand. Du kannst die Knie mit deinem Willen auch nochmal ein bisschen in Richtung Boden drücken mit der Kraft aus deinen Muskeln. Nochmal durchatmen. Und bewusst werden. Den Körper ganz achtsam und bewusst wahrnehmen. Spüren, wo Spannung ist oder Entspannung. Spüren, wo du Energie brauchst oder welche bekommst. Und komme dann langsam und Bein für Bein wieder zurück zur Mitte. Lasse die Beine lang werden und die Hände neben deinem Körper aufliegen. Die Handflächen schauen zum Himmel, die Zehen einfach nach außen. Und so lasse für die nächsten Augenblicke einfach ganz los. Die Spannung ganz aus deinem Körper und komme in Shavasana an. Spür, wie du schwer werden darfst, einsinken darfst und loslassen darfst. Mit jedem Atemzug ein bisschen mehr. Einfach einatmen und ausatmen.
Beginne dann langsam deine Hände zu bewegen, deine Finger, deine Zehen, deine Füße, deine Arme, deine Beine und dann den ganzen Körper. So wie du magst, mach dich lang oder mach dich klein und rund, so das, was dir gut tut. Lass die Beine auseinanderfallen oder hol die Knie vor die Brust. So wie du jetzt wieder hier in den Moment kommst. Komme dann nach dem Durchatmen wieder nach oben auf zum Sitzen. Nimm nochmal einen Moment Platz. Lass die Wirbelsäule lang werden, die Brust nach vorne und oben streben. Atme nochmal einen Moment durch. Einfach nur durchatmen. Bringe deine Hände dann vor dein Herz und danke dir einmal selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, auf die Matte zu kommen. Für dich deine Ich-Zeit. Namaste. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Yoga Flow. Mach's gut!